Ja, herzlich willkommen. Schön, dass Sie, ihr heute alle da seid. Wir sind Forschende aus dem City Science Lab in der Hafen City Universität in Hamburg. Und ganz speziell arbeiten wir in einem Projekt, das nennt sich Connected Urban Twins. Da geht es darum, digitale Stadtzwillinge zu entwickeln, die Stadt als sehr komplexes System zu nehmen und versuchen, im Virtuellen, im Digitalen nachzubilden. Und unbezahlte Sorgearbeitende sind da aus unserer Sicht ein ganz aktueller und extrem relevanter Anwendungsfall. Sorgearbeit ist ein riesengroßes Thema, was unsere Gesellschaft maßgeblich prägt, weshalb wir sehr froh sind, dass wir hier heute mit ALIPA, der Allianz der pflegenden Angehörigen, kooperieren können, um Problemstellen im Stadtraum hier zu erheben mit unserem digitalen Tool und so Politik und Verwaltung diese Information nutzen können, um unsere Städte besser zu machen. Jetzt kann ich zum Beispiel sagen, hier Rampe. Ja? Ich kann dem einen Namen geben, ich kann einen Kommentar dazu geben, Audioaufnahme und Foto. Dann wird der Datensatz abgesendet direkt auf unsere Server. Und wir würden jetzt einmal hier diese Rampe einscannen. Und dann haben wir das 3D-Objekt und können es in den Zwilling mit aufnehmen. Also was ich auch hier sehe, das ist wahrscheinlich für die Blinden mehr mitgemacht, aber sie kann ihren Kopf nicht halten. Mhm. Heute hält sie ihn gut, manchmal kann sie den nicht halten. Weil es so uneben ist. Genau, Pflasterstein. Und halt unebene Straßen, also Übergänge, die mich dann irgendwo weiterlaufen lassen, dass man mit dem Rollstuhl nicht weiterkommt. Fahrstühle sind kaputt des Öfteren. Mhm. Also das sind jetzt erstmal so meine Erlebnisse. Ja. Ja. Und halt Belag liegende Bussen drin, dass man da drin ausrutschen kann. Wenn die nass sind, das ist jetzt schon platt. Du musst hier 100 Kilo reinschieben, hier rein, ja? Und dann kann es passieren, dass Schimmel fallen. Also was auch passiert ist. So, kein Weiterfahren. Ja? Ich begleite meine Tochter, um Teilhabe am Leben zu haben. Ja? Ja, genauso schreibe ich es auch. Ja. Teilhabe am Leben ist die Menschenwürde. Also es ist ein total tolles Projekt und richtig wichtig für die Stadt. Also toll, dass Sie damit angefangen haben. Viel Erfolg weiter. Vielen, vielen Dank. Ja, vielen Dank auch. Und wir freuen uns dann auf viele weitere Termine. Ja. Also ich fand das heute einen sehr wertschätzenden Termin auch. Und man hat es ja auch gesehen an der pflegenden Angehörigen Jutta Schaaf, wie wichtig ihr das auch war, heute mal über diese Probleme, die ihr ständig auch in der Stadt sozusagen begegnen, einfach mal zu berichten und gehört zu werden. Und ich glaube, das können wir mit diesem Tool gemeinsam erreichen, dass wir wirklich ganz, ganz viele pflegende Angehörige in der Stadt damit erreichen, sagen, tragt eure Daten ein, weil nur dann können wir diese Verbesserung dann auch erreichen. Wir können die Politik dann heranziehen und wir können dann auch aufmerksam machen, wo sind jetzt die Punkte, wo liegt es im Argen. Also von daher vielen Dank für diese tolle Entwicklung und wir freuen uns sehr auf eine weitere tolle Zusammenarbeit. Das ist auch ein schönes Foto.